Hi Leute, willkommen zurück zu unserer letzten Partie vor der Winterpause, also eine richtig spannende Partie. Die drei mache ich zur Verfügung, stelle ich zur Verfügung für die U19, weil wir gleichzeitig spielen, sehe ich gerade. Schauen wir mal kurz, ob ich noch jemanden dazu abstellen kann, aber ja, Kreuzinger ist in der ersten, Bondarenko ist in der ersten. Ich glaube, das passt schon so. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Bin schon echt neugierig. Letzte Partie war ja spielerisch absolut schon in Ordnung, auch wenn wir viel Glück gehabt haben. Auch Ewald Lienen erwartet ein interessantes Duell. Lieber Ewald, ich auch. Ja, ich freue mich drauf. Bin schon sehr, sehr gespannt. Und dann freue ich mich natürlich auch schon auf die Wintertransferphase, dass da wieder was weitergeht. Das heißt zum einen natürlich, ob wir jetzt in der Winterpause noch eine Verstärkung holen. Zum anderen wollen wir, dass wir unseren Kader ein bisschen verkleinern. Und was natürlich auch noch nicht unwichtig wäre, ist, dass wir schauen, dass wir jemanden für den Sommer vielleicht ablösefrei verpflichten. Panda hat noch immer keinen Verein. Ich würde sagen, ich lasse den mal wieder mittrainieren. Ist zwar schon 33, aber sorry. So. Zweite Mannschaft, die U19, ist ganz gut drauf. Die sind Dritter zurzeit. Ja. Memedovic auch mal wieder gespielt. Ja, der entwickelt sich nicht unbedingt so wie erhofft. So, Fitness-Test, Zimmermann 30 Minuten empfohlen und Baumgartl wird nicht wieder fit. Das heißt, wir werden mit der Elf beginnen. Also Bauer rückt in die Mannschaft statt Baumgartl. Ansonsten spielen wir in unveränderten Aufstellungen. Schauen wir mal, was Maxim heute veranstaltet. In der letzten Partie war er ja nicht sonderlich gut. Ich sage einfach mal viel Glück da draußen. Wenn ich jetzt sage, ich erwarte einen Sieg, dann setze ich sie wieder zu sehr unter Druck. Das wollte ich jetzt einfach nicht riskieren. So, der Rode holt hier einen Freistoß raus. So, Maxim ins Press. Okay. Erste aber ungefährliche Torchance für St. Pauli. Abwehrreihe ist sehr offensiv bei uns, also wir stehen sehr hoch. Großkreuz. Franke kommt nicht an, er bekommt wieder die Chance, bekommt wieder nicht an. Und jetzt die Konterchance. Maxim, auch wenn er ihm den Ball nicht abnehmen kann, er steht zumindest im Weg. Das ist. Er stört den Gegner, das passt schon so. Alles haben schön gespielt. Langerak. Mit einer Glanztat. Großkreuz. Özcan, vielleicht die Konterchance. Der wird von Zier ist einfach nur umgetreten. Jetzt wäre Mané perfekt links gelaufen. Gentner jetzt wieder mit Gelb. Ich hasse das, wenn der einzige defensive Mittelfeldspieler so früh schon verwarnt wird. Also momentan die Meldung, wir werden im Mittelfeld massiv überrannt. Wir müssen schauen, ob wir das irgendwie, ob sich das noch einpendelt bis zur Halbzeit. Nächstes Foul, jetzt reicht es dann schon langsam mal. Wenn sich es nicht einpendelt, dann müssen wir. Rote Karte! Okay, dann warten wir mal nicht ab. Kurz nochmal schauen.
Ja. Sieht irgendwie so aus, als hätte er nachgetreten. Mir soll es recht sein. Ein Mann mehr am Platz. Ihr wisst, das bedeutet bei uns gar nichts. Eventuell werden wir trotzdem auf das 4-2-3-1 umstellen. Vor allem, weil es uns nicht gelingt, dass wir mehr Ballbesitz bekommen. Also das Mittelfeld sollten wir unbedingt ein bisschen stärken. Da hat er nicht sicher ausgesehen. Die Chance ist noch heiß, ne? Ich bin mit eurer Leistung zufrieden, macht weiter so. Wir gehen jetzt aber wirklich auf das 4-2-3-1-System. Machen wir so. Ich bringe Hosokai. Maxim ist hier dann der zurückgezogene Spielmacher. Und Hosokai einfach auf Zentral und verteidigen. Ich hoffe, dass wir jetzt mehr Kontrolle über die Partie bekommen. Es muss auf jeden Fall her, nachdem wir jetzt einen Mann mehr auch noch haben. Großkreuz knapp vorbei. Aber gut. Gleich mal die erste gute Chance. Sagen wir, sie sollen Leidenschaft zeigen. Mit der Zeit merkt man normalerweise, vor allem wenn eine Mannschaft so lange in Unterzahl spielt, dass das natürlich auch in die Kraft geht. Aber die Konterchance. Rio. Langerak. Das ist natürlich das, was sie immer jetzt probieren werden. Versuchen, den schnellen Konter zu bringen. Da müssen wir höllisch aufpassen. Maxim, komm. Mané macht's. Genau in dem Moment, in dem ich auf Angreifen stelle, gehen wir wieder auf Kontrolle zurück. Null wäre irrsinnig wichtig. Krügic jetzt neu in der Partie. Oh Gott, jetzt kriegt Hose sogar Geld. Mané. Schlechter Ball auf der Rade. Krigic pennt hier. Und wieder der Pass in die Tiefe. Ich gehe jetzt auf mitspielender Torwart bei Mitchell Langerak, wenn die Bälle jetzt so kommen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich ziehe jetzt beide Flügel. Ah, die Taktik haben wir eh irgendwo, oder? Ne, haben wir nicht. Habe ich kurz überlegt.
Sollen wir jetzt dabei bleiben? Nee. So. Also der schnelle Asano jetzt wieder in der Partie, gemeinsam mit Terodde. Aber ich fordere jetzt mal mehr, denn mir geht mir das da gerade echt schon auf die Nerven. Und hier spiele ich echt ungern gegen eine Mannschaft, die einen weniger hat. Ach, Glück gehabt mit der Einwechslung. Asano macht das 2 zu 0. Das heißt, Kreuzinger nehme ich jetzt noch raus für Mané. Mache ich nicht. Ich hab zu oft gewechselt. Verdammt. Ja, spielerisch darf man eigentlich echt nicht reden. Hat St. Pauli wirklich gut gespielt heute? Wir eher weniger. Schöner Treffer von Asano. Was wichtigste sind die Punkte. Mir ist momentan echt komplett egal, wie die zustande kommen. Wir müssen einfach schauen, dass wir da wieder den Anschluss finden. Da haben sie uns ziemlich easy ausgespielt. Motorsport Manager, den sollte ich mir auch mal anschauen. So, kriege ich auf Terodde. Miserabel gespielt von Terodde. Also Terodde heute ganz schwach. So, jetzt auf jeden Fall nicht zu viel riskieren. Freistoß in die Mauer, knappe Minute noch. Großkreuz ist da jetzt schon mal bissig. Bauer gibt den Freistoß, keine gelbe. Das heißt, noch einmal aufpassen. Aber das dürfte es eigentlich schon gewesen sein. Boah, krieg ich mit dem nächsten Foul. Gut, 2-0-Sieg. Wie gesagt, spielerisch, naja, aber ich bin mit dem Ergebnis natürlich zufrieden, ganz klar. Und man sieht hier auch, wir haben jetzt nur 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, also da vorne ist eigentlich wieder alles möglich. Wichtig auf jeden Fall, dass wir hier jetzt aufschließen haben können, dass wir auf Platz 5 überwintern. Und ja, Özcan steht jetzt vor einer Gehaltserhöhung. Okay. Heftig, aber hat er sich auch verdient, denke ich mal. Ja, nächste Partie ist erst in 21 Tagen, also in 3 Wochen, wenn wir dann gegen Augsburg spielen im Test. Kader geht in den Urlaub bis 7. Januar. Und die Nachanalyse, Özcan dieses Mal der schwächste Spieler, Asano, nach seinem Kurzeinsatz eigentlich bester Spieler. So. Und jetzt gehen wir eigentlich schon in Richtung Transferphase. Jetzt haben wir schon den 20. Dezember, also da wird sich sicher was tun. 11. Woche wieder Salahi und wieder Langerak. Also die sind beide sehr gut drauf. Ich freue mich immer mehr, dass wir Salahi verpflichtet haben. Natürlich auch ein bisschen schade, dass Saborit jetzt nicht ganz so zum Zug kommt. Aber kann man jetzt fast nicht ändern, im Moment zumindest.
Panda wird wieder zur Probe trainieren. Einfach weil ich ihn cool finde. Kann auch gerne ins Trainingslager kommen. Ich weiß nicht, wo der mittrainiert zurzeit, weil wir ja trainingsfrei haben. Aber gut. Links hinten sind wir ja momentan sehr gut besetzt. Also ich glaube nicht, dass wir ihn irgendwie verpflichten werden. Aber mit trainieren darf er. Wir werden jetzt schon langsam mal beim Scouting reinschauen. 6 Millionen. Wie sieht es denn aus mit der Transferliste? Wer ist denn da so oben? Schauen wir mal rein. Uchida von Schalke. Nicht schlecht. Aber grundsätzlich möchte ich mal schauen, dass wir nicht unbedingt Spieler aus Top-Ligen verpflichten, weil da einfach die Marktwerte so übertrieben hoch sind. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall mal schauen. Zweite Liga England und solche Ligen sind auf jeden Fall okay. Fenerbahce, ich weiß nicht, wie stark der Marktwert von der türkischen Liga ist. Miroslav Stoch. So, das wäre natürlich cool. Marktwert 1,5. Wird wahrscheinlich nicht zu uns wechseln wollen. Das ist so der nächste Punkt. Brentford, Kerschbaumer, Österreicher. Cooler Spieler. Braucht man aber von der Position her überhaupt nicht. Die Frage ist, wo brauchen wir jemanden? Wenn man sich so das System ansieht, dann würde ich ganz ehrlich mal sagen, ja, ganz zufrieden bin ich mit der Innenverteidigung noch immer nicht, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Zweiter Stürmer eventuell noch. Da hat sich ja, wie lange hat sich Ginzek verletzt? Der ist ja jetzt wieder ewig draußen. Wo sehe ich das gerade? Ginzek ist im Urlaub, ja, aber er ist auch verletzt. Normalerweise. Es ist immer so blöd, wenn ich 2 Monate dauert das noch, der Kreuzbandriss. Der dritte Kreuzbandriss von ihm schon. Ja, es ist immer so blöd, das wollte ich eigentlich sagen. Oh. Felipe Melo? Kenne ich gar nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zweiter Stürmer wäre grundsätzlich nicht schlecht, wenn wir mit 2 Stürmern spielen. Das Problem ist eigentlich eher, wie wir das angehen. Also wer unser zweiter Stürmer sein sollte. Gehen wir mal auf die Position. Es soll auf jeden Fall niemand zu teures sein, weil im Sommer, nehme ich mal an, werden dann doch Ginzek und Terodde spielen. Gehen wir mal auf Torjäger. Ja, das ist eh klar. Gehen wir mal auf die Empfehlung. Da haben wir Mané von Bremen. Wäre eine Empfehlung. Der ist vom Stürmertyp her eher der Defensivstürmer, also anscheinend ein eher hängender Stürmer, und der ist trotzdem 1,90 groß. Abschluss 11, naja. Geht so. Ich werde den jetzt nochmal scouten. Auch wenn wir da eh schon mal dran waren, glaube ich. 22-jährigen Portugiesen Guedes. Physisch sehr stark, mental sehr stark. Den werden wir auch scouten. Da ist aber schon wer dran. Und zwar Maritimo. Das heißt, auch da ist jetzt schon ein besserer Verein dran. So. Gut, wen haben wir noch? Veto und Berisha. Wäre auch Defensivstürmer. Also auch eher quasi die zweite Geige. Aber 3,8 Millionen, da brauche ich eigentlich gar nicht schauen, beim Marktwert. Da haben wir noch wen. So. Dungu von Real Saragossa. Ansar. Den haben wir vor kurzem ja angeboten bekommen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der da quasi als zweite Sturmspitze agiert. Aber grundsätzlich möchte ich mal jemand relativ jungen holen und eventuell auch deutsch. Das wäre natürlich schön. Übrigens, genau, es gibt angeblich einen deutschen Spieler-Bug. In den Kommentaren bin ich schon darauf angesprochen worden, beziehungsweise auch in unserer Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht genau, ich habe ihn selber noch nicht erlebt und ich weiß nicht genau, wie er sich äußert, aber was ich so mitbekommen habe, ist es so, dass es extrem schwer fällt, deutsche Spieler zu verpflichten, warum auch immer. Und ein Patch ist momentan noch nicht herausgebracht. Das heißt, wir könnten echt ein Problem kriegen, dass wir deutsche Spieler nicht mehr verpflichten können.
Das wäre natürlich in unserer Position irrsinnig nervig. Aber ja, Fakt ist, wenn das so ist, dann wird es halt interessant, weil dann müssen wir uns was anderes überlegen für die Zukunft und nicht bei Stuttgart bleiben. So schlimm das klingt. Aber warten wir mal ab. Vielleicht bis, ich glaube, erst ab der zweiten Saison oder so soll das passieren und bis dahin sind wir ja, ist hoffentlich schon ein Patcher draußen oder so. Das wäre auf jeden Fall schön. Torjäger zentral und Deutsch gibt es ziemlich wenige. Finde ich interessant. Gehen wir mal auf Nationalität Österreich. Andy Weimann, Rubina Kotje, momentan ja in China. Nicht genügend Geld zum Scouten, ja. Toni Vastitsch, Erwin Hoffer, KSC. René Gadler von LASK. Perstaller bei Elversberg. Ja, momentan so nichts wirklich Reizvolles, was mir da so gleich in die Augen, wie heißt das, in die Augen stoßen würde. Das ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Gehen wir mal nach eben Österreich, also generell Stürmern auf Transferliste. Da haben wir einen Franzosen, Terki. Mehdi Terki heißt er. Vor allem technisch irrsinnig stark, ist aber eher Flügelspieler. Scout ihn trotzdem mal. Lieber Kozak von Aston Villa. Auch eher Zielspieler, sehr groß. Er ist wieder sehr ähnlicher Spielertyp zu Terodde und Ginzek, also hätte ich da gerne etwas anderes. Die sind mir zu teuer. Schauen wir auf jeden Fall mal nach der Liga. Standard Lüttich. Shatara. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Werden wir gleich mal scouten. Ja. Nicht so schlecht und auch erst 23. Vom FC Nantes aus Venezuela. Sehr cool. Danny Hösen kenne ich gar nicht. Abschlusswert zu schwach, würde ich mal sagen. Also so wie es zurzeit ist, stehen wir ja gar nicht so schlecht da mit einem Özcan da vorne. Wobei ich halt gerne hätte, dass da jemand ist, der ein bisschen gefährlicher ist vor dem Tor. Ripic ist da jetzt eine Variante, den wir selber noch im Kader haben. Ich wollte da mal kurz schauen. Alles hat das Potenzial zu einem starken Spieler. Aber ziemlich viel Minus. Haben wir da einen. Also ich würde ihn eventuell verlängern. Allerdings müssen wir das mal wegtun und ich möchte auch vom Gehalt her ein bisschen runtergehen. Dem könnte man nämlich die Chance geben. Gehen wir vielleicht generell noch auf die allgemeinen Infos. Berichte, da wollte ich rein. Und zwar, wenn wir auf Stürmer gehen. Ja, da gibt es nicht wirklich viele. Ripic ist dann auch der interessanteste. Ihn haben wir eh verliehen. Wie schaut es bei der U19 aus? Günes auf jeden Fall. Aber der ist halt auch eher ZOM. Dem werden wir auf jeden Fall mal ein Angebot machen. Achso, haben wir schon. Passt. Wusste ich natürlich. Erik Hottmann. Ja, sonst nehmen wir den mal in die erste mit. Weiß nicht. Haben wir dem schon ein Angebot gemacht? Nee, noch nicht. So. Dass wir wieder ein junges Talent mit haben. Als Stürmer. Und dann schauen wir jetzt einfach mal weiter. Jetzt haben wir gleich den 24. Dezember. Zuerst wird noch gespeichert. Und. Ja, ich würde sagen, dann werden wir im nächsten Part uns in die Transferphase stürzen. Das heißt, da schauen wir uns dann an, welche Verträge auslaufen von Spielern, welche Spieler wir also im Sommer ablösefrei bekommen könnten. Das ist immer ganz praktisch, um den Kader zu verstärken. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir noch wen loswerden. Also ich sage wie immer danke fürs Einschalten und besucht unsere Website fußballwelt.at. Bis dann. Tschüss.